Hyundai iX35 Autotest. Autor D.Selzank Kenzi. Video. Der Hersteller hat dem Autor Selzank Kenzi den neuen Hyundai iX35 zur Verfügung gestellt und hier die Eindrücke. Der koreanische Automobilhersteller Hyundai befindet sich im Aufbruch. Im Markt ist er mit preisgünstigen Fahrzeugen etabliert. Jetzt will er auch technisch und stilistisch mit den Großen der Liga gleichziehen. Im März 2010 kommt der neue kompakte Geländewagen iX35, der den Tucson ablösen wird. Gezeichnet hat das Hyundai SUV der deutsche Designer Thomas Bürkle, dem ein formschöner Wagen gelungen ist. Im Vergleich zum Tucson ist der iX35 etwas länger und breiter, aber flacher. Mit 4,41 Meter passt der X exakt ins kompakte Segment. Geboten werden 5 Sitzplätze und ein Kofferraumvolumen von maximal 1436 Liter nach Umlegen der asymmetrisch geteilten Rückbank. Hyundai wird viele der aus dem Premium-Bereich kommenden Comfort-Features zumindest gegen Option bieten: Ledersitze, großes Glasdach, Xenonlicht, integriertes Navigationssystem, Rückfahrkamera und sogar automatisches Einparken. Was es noch nicht geben wird, ist ein Abstandstempomat. Unter die Haube kommen modernste Motoren, die alle die neue Schadstoffnorm 5 Euro erfüllen. Zum Start im Frühjahr stehen ein neuer, im Hyundai-Entwicklungszentrum in Rüsselsheim entwickelter 2-Liter-Turbo-Dieselmotor in zwei Leistungsvarianten sowie ein ebenso großer Benziner zur Wahl. Der leistet 120 kW, 163 PS und hat ein maximales Drehmoment von 178 Newtonmeter. In der stärkeren Variante mobilisiert der Diesel 135 kW, 184 PS und 376 Newtonmeter. Die Eckdaten für den schwächeren Diesel sind 320 Newtonmeter und 100 kW, 136 PS. Beide Maschinen liegen beim CO2-Ausstoß unter 170 Gramm pro Kilometer. Der starke Diesel hat einen Normverbrauch von 6,0 Liter auf 100 Kilometer, was im Vergleich mit dem bisherigen Aggregat eine Verbesserung um einen Liter bedeutet. Noch 2010 wird ein 1,7 Liter Diesel nachgeschoben, der mit einer Start-Stopp-Automatik ausgerüstet ist. Dieser iX35 soll auf einen CO2-Ausstoß von 139 g/km kommen und wäre so das sparsamste Kompakt-SUV Europas. Leisten soll der Motor rund 85 kW, 116 PS. Gleichzeitig kommt ein neuer Basisbenziner mit Start-Stopp und 1,6 Liter Hubraum. Für den Direkteinspritzer ist eine Leistung von rund 103 kW, 140 PS vorgesehen. Die beiden Basismodelle sind ausschließlich mit Frontantrieb lieferbar. Bei den drei anderen Motorisierungen kann der Kunde auf Wunsch ein intelligentes Allradsystem bekommen, das bei Bedarf bis zu 50% der Motorkraft an die Hinterräder schickt. Alle Diesel sind mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe gekoppelt, die Benziner haben 5 Gänge. Auf Wunsch ist eine 6-Stufen-Automatik erhältlich. Dass der iX35 im Kia-Werk in der Slowakei gebaut wird, muss nicht wundern, denn ein halbes Jahr nach dem X35 kommt der neue Kia Sportage, auf dessen Basis Kia gehört seit 1999 zum Hyundai-Konzern. Alle Hyundai SUV werden künftig mit X betitelt, der große iX55 ist schon auf dem Markt, der Santa Fe wird nach seiner Neuauflage 2012 zum iX45.